Fußball verbindet weit über die Stadien der Bundesliga und zweiten Bundesliga hinaus. Das soziale Engagement der Profifußballer und Clubs wächst. Der Fußball erreicht die Menschen mehr denn je. Im Gegensatz zu den Parteien, im Gegensatz zu den Kirchen und Gewerkschaften, denen die Mitglieder davonlaufen, hat der Profifußball inzwischen eine Zugkraft entwickelt und kommt in eine Rolle, die er wahrscheinlich selbst für sich nie in Anspruch genommen hat. Er wirkt wie sozialer Klebstoff. Dies bestätigt eine von der Bundesliga-Stiftung in Frankfurt veröffentlichte Studie zum freiwilligen gesellschaftlichen Engagement der Bundesliga. Etwa 6% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland profitieren davon. Der Profifußball hat in den letzten 3 Jahren seine Zuwendungen laut Studie deutlich erhöht. 40% Wachstum ist ein beachtliches Ergebnis. Wichtig ist ja an der Stelle, dass es in einem gesunden Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wachstum der Bundesliga steht und dieses sogar ein Stück weit noch übertrifft in dem relevanten Zeitraum. Der Profifußball hat in den letzten 3 Jahren 450 soziale Projekte unterstützt. In Zeiten der Flüchtlingswelle mit einem Integrationsspieltag mehr als nur ein Zeichen gesetzt. Mit vielen Spielern und Fans verschiedener Herkunft ist Integration ein ureigenes Thema von Bundesliga und zweiter Bundesliga. Da hat der Profifußball abgeleitet aus dem, was er von der Gesellschaft auch bekommt, einen Auftrag und eine Selbstverpflichtung. Wir nehmen als Bundesliga-Stiftung diesen Auftrag sehr ernst, wir nehmen ihn wahr und wir sehen auch, dass er bei den Bundesliga-Clubs immer intensiver wahrgenommen wird. Die Studie zum gesellschaftlichen Engagement des Profifußballs hat das soziale Wirken der 36 Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga, einzelner Spieler und der Bundesliga-Stiftung bewertet. 1,1 Millionen Menschen profitieren von der Förderung von über 28 Millionen Euro. Im Vergleich zu den großen Summen, die im Fußball umgesetzt werden, wirkt das vielleicht im ersten Augenblick nicht einschüchternd, aber es ist doch ein sehr ermutigendes Signal, dass die Vereine, die Spieler und die DFL nicht nachlassen in ihrem sozialen Engagement. Darin liegt der eigentliche Auftrag der Studie. Das soziale Wirken des Profifußballs soll stetig steigen.